Willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Wir sollen uns vor der Kage Villa mit der lieben Ino treffen. Und ich glaube, das sind Konsequenzen, die wir haben, dadurch, dass wir uns verklickt haben. Nein, dadurch, dass wir hier den Mist gemacht haben. Der Herr von Burg Hosoki. Ja, mit der Story geht's ja nicht weiter. Ich glaube, dafür müssen wir... Ich weiß gar nicht, was wir da festmachen müssen. Das hier? Wir werden sehen. Oh, da bist du ja. Was denn los? Du weißt doch noch, worüber wir vor kurzem gesprochen haben, oder? Die Sache mit der Burg Hosoki. Mit Sensei Kakashi und dem neuen Herrn. Ach das. Tut mir leid, aber die Halskette, die du mir empfohlen hast, konnte ich nicht schicken. Und das ist mir ganz egal. Du hast doch stattdessen was anderes geschickt, oder? Aber es gibt ohnehin wichtigere Dinge. Wie ich hörte, hat Sensei Kakashi eine Antwort bekommen vom neuen Herrn. Shizuna hat es mir erzählt, deshalb ist es bestimmt nicht nur ein Gerücht. Ja, natürlich hat er eine Antwort bekommen. Ist aber eine berufliche Sache. Nein, nein, ich bin ganz sicher, dass diesmal irgendwelche persönlichen Bemerkungen enthalten waren. Komm schon, bist du denn gar nicht neugierig? Nein, ich... Sensei Kakashi und verknallt. Los, wir sehen nach, was in dem Brief steht. Danke. Na, stell dich nicht so an, komm schon, Shikamaru. Hey, hey. Oh Gott, wo zieht die den jetzt mal wieder rein? Ich muss gerade mal räuspern. Ja, hab gerade gegessen, da bin ich immer busy. Ja, egal. Und? Deshalb seid ihr direkt zu mir gekommen? Ihr habt euch tatsächlich eingebildet, ich würde euch einfach sagen, klar doch, werft ruhig einen Blick in den Brief. Außerdem ist es gar kein Brief. Es ist vielmehr ein Teil unserer planmäßigen Korrespondenz. Es geht nur um die Bestätigung einiger geschäftsbezogener Dinge. Daran ist nicht das kleinste bisschen persönlich. Und jetzt verschwindet endlich. Klar, wir sind schon so gut wie weg. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Oh, Shikamaru. Der Herr war äußerst angetan von deinem Geschenk. Das wollte ich nur sagen. Nochmals danke. Freut mich, dass ich helfen konnte. Steckt da etwa doch mehr dahinter? Dieses Potpourri aus Lavendel, das Shikamaru gebracht hat. Lavendel hat die Kraft, Unruhe zu lindern. Ich bin sicher, das wird ihr helfen, wo sie doch in einem so unruhigen Umfeld arbeitet. Dieser Duft erinnert mich an sie, an unsere erste Begegnung, als meine Nase auf diesen Duft aufmerksam wurde. Lavendel erinnert mich immer an sie. Das ist so ein zarter Duft. Er weckt jede Menge Erinnerungen. Auch wenn es nur purer Zufall war, ist es einfach unglaublich, dass er mir gerade so etwas besorgt hat. Ich muss mich wirklich bei ihm bedanken. Er ist wirklich überaus aufmerksam. Nicht nur in dieser Sache, sondern auch bei vielen anderen Aufgaben. Als mein Assistent leistet er wirklich sehr gute Arbeit. Wie ich hörte, hat er wirklich nichts unversucht gelassen, um diesen Kaufleuten zu helfen. Der alte Shikamaru hätte alles nur als ungeheuerlästige Pflicht betrachtet. Aber er hat sich weiterentwickelt, genau wie alle anderen. Zugunsten der nächsten Generation und des nächsten Hokage, nehme ich an. Ich muss schon sagen, auf den nächsten Hokagen bin ich ein bisschen neidisch. Ach, ich glaube, jeder hat so seine Probleme. Auch Naruto als Hokage. Oh Mann, die Aktion hat uns rein gar nichts gebracht. Danke. Doch, wir haben etwas gelernt. Dass private Dinge nämlich genau das sind. Privat. Wir müssen unsere Nase nicht reinstecken. Naja, schon, aber...
Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich helfen konnte. Aber bemüht habe ich mich. Jetzt können wir nur eines tun. Ihm den Rest überlassen. Du bist ganz schön erwachsen geworden, weißt du das eigentlich? Ich bin einfach nicht so ungeheuer neugierig wie du, was die Lieblingsdinge anderer Leute angeht. Liebesdinge. Aber egal, du hast absolut recht. Sensei Kakashi kann seine Angelegenheiten selbst regeln. Ich muss mich darauf konzentrieren, mich bei meinen eigenen Dingen voll einzubringen. Ganz genau. Ich werde Sai dazu bringen, mich zu mögen. Koste es, was es wolle. Du wirst schon sehen. Wird das unsere nächste Sidequest, hier zu helfen? Aber dann haben wir jetzt einen Erfolg. Der Herr von Burg Hosoki hat sich ungeheuer über das Lavendel-Potpourri gefreut. Shikamaru hat als Assistent des Hokage wirklich gute Arbeit geleistet. Ein neues Ereignis. Ja, tatsächlich, unsere nächste Sidequest führt uns zur Sai. Wie Sidequest. Ja, ich weiß, das war blöd. Wo gammelt der eigentlich rum? Der ist nicht mal hier in der Stadt. Nee, ich möchte wirklich erst die Sidequest machen, bevor ich hier zur Hauptquest übergehe. Hä? Bin ich jetzt doof? Komme ich an den Ort etwa gar nicht hin? Muss ich da ins Erdreich? Sieht fast so aus. Weil mir wird angezeigt... Außer er steht halt wirklich hier am Tor rum, aber... Ach, Shino, du stehst hier am Tor rum. Jo, Shino, bist du alleine? Shikamaru, ich habe auf dich gewartet. Folge mir. Hä? Jo. Hey, du hast es geschafft. Danke. Warum hast du mich den ganzen Weg hier raus machen lassen? Was ist denn los? Es ist Zeit für ein Training. Wir beide. Training? Shino und ich können allein nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Danke. Ja und? Wieso werde ich dann gebraucht? Koizu. Moment mal. Du hast doch vorher schon trainiert, stimmt's? Und du machst immer noch weiter? Ich habe jetzt ein Ziel, weißt du? Ich muss mich im Training noch mehr anstrengen. Ein Ziel? Du meinst diese Sache mit Leute beschützen, von der du gesprochen hast? Ja, sowas in der Art. Aber eigentlich habe ich mehr als nur ein einziges Ziel. Oh nein, das stimmt nicht so ganz. Also, es hängt damit zusammen, aber für mich ist das persönlich wichtig. Oh. Nee. Ja. Komm schon. Also, wenn das einer verstehen kann, dann doch wirklich du. Ja? Du und ich, wir sind Kameraden. Nein. Kameraden? Was faselst du denn da? Stell dich nicht so dumm, dir ist doch klar, wie hoch du aufgestiegen bist. Und jetzt hast du es doch bestimmt verstanden. Nein, ich habe ehrlich gesagt nicht den leisesten Schimmer, wovon du da redest. Wie auch immer, ich muss noch stärker werden, also sollte ich mich mit anderen Leuten zusammentun, die dasselbe Ziel haben. Und das heißt, du bist für mich der perfekte Gegner. Shino, würdest du mir bitte erklären, was hier eigentlich los ist? Was Hiba eigentlich sagen möchte? Das kapiere ich auch nicht. Ja. Na los, genug geredet, fangen wir an. Das nervt dich wohl echt absolut. Aber einmal kann ich ja wohl gegen ihn kämpfen. Kiba hat Shikamaru als seinen Kameraden bezeichnet. Was meint er damit nur? Anscheinend will er das nur erklären, wenn du mit ihm trainierst. Also bereite dich auf ein Sparring vor. Ja. Ja, schön. Bringen wir das letztendlich. Ich habe aber vergessen diesen Shikamaru, weil das ist, glaube ich, ein anderer Shikamaru, als der, den wir schon bearbeitet haben. Den habe ich vergessen zu bearbeiten. Schließlich will ich niemanden behindern, der auf dem Weg zu seinem Ziel ist. Ich werde gegen dich kämpfen, Kiba. Jo, siehst du, ich wusste doch... Du bist mein Kamerad. Wie kommst du nur auf diesen Gedanken? Hä? Kannst du das wirklich nicht denken? Danke. Denken? Was denn? Das ist alles ziemlich plötzlich gekommen. Also wirklich, Shikamaru, er hat dir keinen Heiratsantrag gemacht. Na schön, wenn wir ein Sparring hinter uns haben, werde ich es dir erklären. Also, ich möchte, dass du dich in keiner Weise zurückhältst, ja? Ich halte mich beim Sparring niemals zurück. Juhu!
Ha, gut. Dann fangen wir doch mal gleich an. Ich werde mich ebenfalls nicht zurückhalten. Also dann. Oder habe ich ihn geändert? Ich weiß es gerade nicht. Aber wenn, dann habe ich, glaube ich, vergessen, es zu speichern. Aber ich glaube, ich habe ihn vergessen zu ändern. Werden wir aber im Tauschschuh zu merken. Wenn ich den überhaupt verwenden darf. Oder ob, ich weiß ja nicht, ob ich hier Standard nur verwende. Ja gut, das ist immer noch der Stamm. Also wird hier entweder Standard verwendet oder ich habe es vergessen zu ändern. Aber der Part ist ja hier schon in vollem Gange. So, ich mache mir gerade ein bisschen aus dem Staub. Ich finde es cool, dass Shigemaru mit Brandbomben wirkt. Das finde ich deutlich besser als so normale Chakra-Schuriken. Ja, ich habe dummerweise hier keinen Kollegen, zu dem ich austauschen kann. Jetzt ausgerechnet konnte er wieder tauschen. Und er wacht wieder. Hilft eh nicht viel. Ich treffe ihn einmal mit dem Ultimativen und dann ist die Sache wieder gegessen. Wow. Fängt er mit dem Käse an? Ich glaube, ich muss den echt normal zerlegen, wenn das so weitergeht. Jetzt fängt Shino hier mit dem Dreck an. So. Oh Gott. Ja. So, jetzt komm. Weißt du was? Vergiss es. Ich habe jetzt keine Lust, hier ewig versuchen, mein Ultimatives zu machen und dann am Ende noch auf die Schnauze zu kriegen. Bis zum nächsten Part ist der Shikamaru dann aber auch geändert. Ja. Ja, das habe ich vergessen vorzulesen. Aber er hat es ja selber gesagt. Uff, wir können doch jetzt aufhören, oder? Also, ja. Du bist wirklich gut darin, die Aktionen deiner Gegner vorauszusehen. Achso, ich habe die Stimme vergessen zu verstellen. Du bist wirklich gut darin, die Aktionen deiner Gegner vorauszusehen. Und? Was hast du jetzt damit gemeint, dass du sagst für deinen Kameraden? Ah. Hä? Oh. Naja, mein Ziel ist es doch, Leute zu beschützen, ja? Aber unter diesen Leuten ist natürlich eine Person, die was ganz Besonderes ist. Jetzt kommt der Hochzeitsantrag. Doch, passt. Du meinst, du hast dich in jemanden verliebt? Nein! Oh. Oi. Komm schon, Shikamaru. Du hast doch auch so jemanden. Jemanden, den du um jeden Preis beschützen willst. Ich will natürlich alle im Dorf beschützen, aber jeder hat doch jemanden, den er ganz besonders beschützen will, oder? Jemand Besonderes, hä? Und wer ist denn so besonders für mich? Die Menschen, die Asuma mir ans Herz gelegt hat. Und die Juwelen, die uns in die Zukunft führen werden. Ich verstehe. Du und ich, wir sind also beide. Diese beiden sind für mich ganz besonders. Die Person, die so lange auf mich aufgepasst hat und das Kind dieser Person. Aus diesem Grund sind wir also Kameraden. Ja stimmt, die waren ja in Team Kurenai. Ich war immer so. Und ich war auch selbstsüchtig. Aber Sensei Kurenai hat niemals aufgegeben, mich anzuleiten. Vielleicht hört es sich dramatisch an, wenn ich sage, dass ich ihr mein Leben verdanke, aber wie man es auch dreht und wendet, sie ist für mich ganz besonders. Ich hätte niemals gedacht,
dass ich dich einmal so etwas sagen höre. Ehrlich, ich habe auch das Gefühl, gar nicht mehr ich selbst zu sein. Aber über dieses eine Gefühl bin ich mir völlig sicher. Deshalb will ich unbedingt stärker werden, damit ich sie beschützen kann. Sensei Kurenai. Sensei Kurenais Kind. Unsere Verbündeten. Und einfach alle im Dorf. Alles. Ah. Weil du bist ganz schön erwachsen geworden. Hä? Was soll denn das nun wieder bedeuten? Dass ich froh bin, dich als Verbündeten zu haben. Als Kamerad, wollte ich sagen. Oh. Oh. Das hast du also gemeint. Tja, das höre ich doch gern. Kiba. Bis jetzt hat man uns beschützt. Also uns beschützt. Aber Dinge haben sich geändert. Jetzt wollen wir sie beschützen. Mit all unserer Kraft. Ich zähle auf dich. Ah, ja. Der wird wieder allein gelassen. Naruto. Ich verstehe. Ich bin also mal wieder außen vor. Wie eine Fliege, die im Fliegengitter stecken bleibt. Ich fühle mich so etwas von elend. Ja, warum lassen die auch Shino zurück? Ich meine, mit den Insekten, da hätte ich auch meine Probleme. Aber Shino ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Ich habe das Gefühl, ich würde irgendwas vergessen. Ja, du hast Shino vergessen, du Drecksack. Yes. Kiba will aus dem gleichen Grund wie Shikamaru stärker werden, um etwas zu beschützen, das ihm teuer ist. Shikamaru ist erleichtert zu erkennen, dass er jetzt noch einen Verbündeten hat, der das gleiche Ziel anstrebt. Ja, damit ist diese Sidequest beendet. Und tatsächlich scheint für die andere Sidequest nirgendwo irgendwas zu sein. Also ist die wohl aus irgendeinem Grund noch nicht erfüllbar. Obwohl sie hier bereits angezeigt wird. Die Blumen von Ino Shikasho. Shoji und Ino sind zum Trainingsplatz gegangen, um ein Kombinationstraining zu absolvieren. Triff die beiden dort. Achso, das heißt... Ja, es wird mir halt nicht angezeigt, ne? Wir gucken einfach mal beim nächsten Mal. Lasst mir in den letzten Kommentar da einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.